Oh, was ist mit dir? Seid willkommen. Ruht euch eine Weile bei uns aus. Das Leben eines Soldaten ist hart und auch die Lektionen, die es uns lehrt. Ich bin kein Soldat in eurem Sinne. Jeder, der Tempest liebt, ist in diesen Tagen eine Art Soldat. Eines habe ich jedoch gelernt. Weiterzumachen. Selbst wenn die Lage hoffnungslos scheint. Gebt nicht auf. Ihr habt gut gekämpft. Nein, der Trick ist, nicht weiterzumachen, wenn kaum Hoffnung auf einen Sieg besteht. Wir müssen kämpfen, selbst wenn keine Hoffnung mehr ist. Ich bitte euch, bleibt hier und teilt unser Schicksal. Täte ich dies, wäre ganz Tempest verloren. Ich muss weiter. Dann seid ihr also auserwählt, die Welt zu retten? Ich weiß nicht, ob ich siegreich sein werde. Eine ehrliche Antwort. Ihr strahlt eine außergewöhnliche Kraft aus. Ich glaube an euren Sieg. Dann wünscht mir Glück. Wenn es von jemandem wie euch kommt, dann bedeutet es viel. Möge das Glück mit euch sein und die Kraft zu überleben. Okay. Oh, die Wachen kennen wir doch noch ganz vom Anfang. Das sieht irgendwie so aus, als wenn wir gleich zu einem sehr wichtigen Punkt kommen würden. Aber hier ist nur eine Sackgasse. Na gut, vielleicht soll das die ganzen Soldaten darstellen, die sich hier ausruhen und auf den Tod warten. Oder ich habe irgendwas Wichtiges übersehen. Blau sind alles die NPCs? Nö. Na gut, dann gehen wir wieder dahin zurück, holen unseren Beutel. Und dann scheint es das für diesen Dungeon hier gewesen zu sein. Obwohl mich echt interessieren würde, wozu der Schalter da ist. Weil den brauchen wir ja gar nicht mehr. Na gut, wir haben jetzt unseren Sack. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier mit irgendwas anfangen können. Okay, die Tür geht zu. Geht irgendwas anderes dafür auf? Die Tür da unten ist immer noch zu. Stimmt, die haben wir noch gar nicht angerührt. Da ist ein Gegenstand. Vielleicht ist das ein Schlüsselloch? Und sonst sind hier keine Schalter, die nicht mit Türen zu tun haben. Na gut, drücken wir den wieder raus hier und gucken wir kurz zu der verschlossenen Tür. Und wenn die nicht sofort irgendwie, irgendwie aufgeht, dann müssen wir davon ausgehen, dass es mal wieder so ein Bereich ist, wo man erst später rein kann. Ihr wisst ja, meine Theorie steht noch, in jedem Dungeon ist ein Bereich, wo man nicht weiterkommt. Na, dreh dich nicht so viel. Da müssen wir lang. Oder? Ja. Okay, hier war ein Schlüsselloch für die Tür, die jetzt unten ist. Und hier ist einfach gar nichts. Was ein wenig irritierend ist. Können wir dich einschlagen? Magie entfernen wird hier nicht helfen. Schauen wir mal nach Geheimtüren. Aber dann werden die ja eigentlich auf der Karte eingezeichnet. Da unten sind jede Menge Druckplatten, aber die mussten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden, um die Tür aufzukriegen. Das Ding da haben wir nicht belegt. Aber wir standen einmal probeweise drauf und dadurch ist das Ding trotzdem nicht aufgegangen. Na gut, wir haben in diesem Dungeon jede Menge Erfahrungspunkte gesammelt und diesen komischen Halbkreis, der so aussieht wie der andere. Und vielleicht soll es das auch schon gewesen sein. Also nehmen wir jetzt diesen komischen Halbkreis und gehen damit zurück in die Burg, wo wir hier angefangen haben. Wie auch immer wir da am schnellsten hinkommen. So, wir nehmen jetzt nochmal Stichwaffen. Mal schauen, wie weit das überhaupt geht. Und wenn die Stichwaffen durch sind, gehen wir jetzt auf Hiebwaffen. So, Magie nehmen wir nur Fleischmagie, weil die Heilzauber sind ehrlich gesagt das Einzige, was wir wirklich benutzen. So, da waren die toten Ritter. Wir sind jetzt hier irgendwo. Kann man da vielleicht abkürzen zur Burg? Oh, und wir können mal kurz gucken, ob wir vielleicht jetzt über die Brücke rüber können.
Mit diesem Stein, den wir gefunden haben. Achso, dann müssen wir hier durch. Und... Ne, das ist nur der Händler. Und dann da lang. Genau. So, laufen wir einmal einfach gegen. Wenn das nicht klappt, dann benutzen wir hier mal diese Halbkugeln. So. Und klicken konnten wir sie nicht, ne? Nö. Na gut. Dann sind das wirklich nur irgendwelche abstrakten Schlüssel. Und wir hauen hier ab. Da lang. Da durch. Da durch. Und da lang. Gab es in der unterirdischen Stadt, wo wir jetzt gleich durch müssen, eigentlich noch irgendetwas? Wir könnten kurz mit dem Mädchen sprechen. Vielleicht hat sie noch irgendein Geschenk für uns oder dergleichen, weil wir ihren Vater gefunden haben. Also würde zumindest Sinn machen. Vielleicht so irgendein Gegenstand, den wir brauchen, um die Truhe herzustellen oder so. Das wäre schon ganz schick. Weil allzu viel haben wir davon ja noch nicht. So, wo war das Mädel? Das Mädel war irgendwo ganz oben, ne? Da ist ein NSC. War sie das? Ne, sie war in so einer kleinen Hütte. Irgendwo hier oben eigentlich. Oder bin ich jetzt ganz schusselig? Oder hier unten? Ne, da war der alte Krüppel. Da ist ein Altar. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich hätte schwören können, das wäre irgendwo hier oben gewesen. Na gut, also wir müssen ganz auf die andere Seite. Dann probieren wir nochmal einen Teleporter aus. Der ist nicht hier, sondern um die Ecke. Und wir sind nicht näher dran. Ist doch gut. So, nach Norden und gleich irgendwo links. Obwohl das Gebäude viel zu groß ist. Das Mädchen war in so einer kleinen, schäbigen Hütte gewesen. Hat auf dem Boden gestarrt. Ah. Hier war der uns keinen Zauber beibringen wollte. Wer stört denn da? Bis gerade war ich ja noch so schön ruhig. Als ich mich näherte, träumtest du gerade von einem Zauberspruch. Feuriger Hafen, das war der letzte Zauber, den ich meinen Meister lehrte, bevor er schenkte mir die Freiheit, als er ging. Um die Stadt zu verteidigen. Ja, aber im Moment bin ich zu müde, um frei zu sein. Immer noch kein Zauber. Na gut. Leb wohl. Wenn. Also, das war der falsche blaue Punkt auf der Karte. Vielleicht wird das Mädchen auch von irgendeinem Gegenstand überdeckt, den wir da liegen haben lassen. Oder das Mädchen ist einfach abgehauen, nachdem ihr Vater wieder da war. Was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Weil ich sehe hier echt keine blauen Punkte mehr. Oh, da ist eine verschlossene Tür. Aber die hatte kein Schloss. Na gut, gehen wir erstmal hier zurück. Gehen dann ganz nach Süden und sprechen da mit dem alten Mann, der auf dem Boden liegt. Wir müssen hier eh nach Süden raus, weil da der Eingang zur Burg ist. Und sonst noch kurz einen Blick auf die Karte. Ich würde gerne die Weltkarte sehen. Wie sehe ich die Weltkarte? Na gut, ich wollte gucken, was noch so an Dungeons auf der Karte eingezeichnet ist. Aber da sehe ich nur die bewachte Brücke und das scheint kein Dungeon zu sein, sondern einfach nur eine Brücke, wo man rübergehen kann, erst wenn man irgendwas Besonderes hat. Und dahinter die Totenstadt. Aber sonst haben wir scheinbar schon alles abgeklappert, was ziemlich cool wäre. Also nicht, weil es cool wäre, wenn das Spiel schnell vorbei ist, aber weil es cool wäre, wenn das Spiel schnell vorbei ist, weil ich dann noch ein Projekt beendet habe. So, aber wir wollen nichts auslassen, außer den Mann, den ich gerade vergessen habe. Wir wollen dahin zurück. Also ja, klar macht das Spiel Spaß. Und ich will auch alles davon mitbekommen. Aber allgemein ist es auch immer schön, wenn man noch ein Projekt beendet hat. Wenn ich... So. Also, hier raus. Hier vorne war irgendwo Parseval.
den wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten, denn selbst wenn man alle Münzen ausgibt, ohne die von Parseval, kommt man hin. Also bei dem Händler jetzt. Und bei der einen Tür, wo der Heiler dahinter war. Schon komisch. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendein Geheimnis, das man durch diese drei Münzen nur lösen kann. So, jetzt sind wir in einem für unsere Verhältnisse Baby-Dungeon. Aber hier gibt es ja nichts mehr für uns zu tun, wenn ich es richtig sehe. Außer diese Tür da hinten. So, da kamen wir hin durch die Tür. Also links rum. Dann laufen wir gleich in so einen lachenden Schädel rein. Oder eher von hinten in uns. Wenn wir nicht schnell genug sind. So, links rum. Und links rum. Ah ne, hier war der lachende Schädel auf der Bahn. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Warten kurz. Und los. Nee, da müssen wir nicht rein. Wir müssen erst da hinten hin. Ja, macht kaum noch Schaden. Ist okay. Außerdem regenerieren wir das eh hoch auf dem Weg, wohin auch immer, nachdem wir hier raus sind. Denn wirklich viel fällt mir nicht mehr ein, was wir machen könnten. So, hier ist die Tür. Hier ist das runde Loch. Passt du. Das ist hier nicht richtig. Nein, das hatten wir auch schon mal ausprobiert. Also passt bitte, bitte du. Das ist hier nicht richtig. Das ist doch doof. Also das einzige andere Loch, was genauso aussieht, was wir gelöst haben, war in der unterirdischen Stadt, wo man diesen kleinen Steinank da reingeworfen hat. Und den hätten wir vielleicht auch hier reinwerfen können. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Also man hätte hier den Steinank reingeworfen, hätte dann hier reingehen können, hätte da drin vielleicht einen zweiten Steinank gefunden und den hätte man dann in der Stadt benutzen können. Haben wir sonst hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Nö. Ärgerlich, ärgerlich. Nö, nix. Na gut, gucken wir nochmal kurz auf die Karte, ob hier nicht doch noch irgendwo was ist, wo wir weitermachen könnten. Aber das schaut nicht so... Da ist eine Tür, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Okay. Gehen wir also wieder runter. Das wäre ja komisch, wenn da jetzt genau das Ding drin wäre, was wir brauchen, um weiterzukommen. Und ich jetzt schon insgesamt 3 oder 4 Mal hier zurückgelaufen bin zur Burg, um dieses verdammte Schloss aufzukriegen. Okay, der Vollständigkeit halber gucken wir da unten auch nochmal hin. Ja, da war nix. Na gut. Man weiß ja nie. Flieg schneller, dummer Schädel. Flieg, flieg, flieg. Ja, schrei doch. So. Also ganz zurück zum Eingang. Dann hoch und dann ist rechts eine Tür, aber die sieht verschlossen aus. Sind wir schon zu weit? Nee. So, hier ist rechts der Eingang. Hier ist ein Block, den wir aus Versehen verschoben haben. Aber der scheint... Doch, der hat die Tür zum Ausgang aufgemacht. Die lassen wir mal da. So, da oben ist eine Tür, die aber nicht aufgeht. Wo wir aber schon mal drin waren, sonst hätten wir das hier nicht gesehen. Hier ist nirgendwo ein Schalter. Das Ding werden wir schon benutzt haben und wir haben eh keine Schlüssel mehr. Und hier ist eine Druckplatte, die sich nicht drucken lässt. Hier drin haben wir auch noch einen Steinblock, oder? Ja, also haben wir 5 Steinblöcke. Gut, dann können wir mal einen verschwenden. Ja, verschwendet, schön. Und mit dem geht die Tür auf. Okay, sagt er es?
Ja, schön. Unbedingt wieder in den Raum zurückgehen, um den Sack zurückzuholen. So. Und jetzt haben wir die Tür zu. Aber wir können mal gucken, ob hier irgendwo was ausgelöst werden kann. Weil der Stein scheint sich nicht zu bewegen. Doch, tut er. Stimmt, den wollten wir mal anhalten, oder? Nee, das war im Turm. Okay, Tür ist zu. Stein ist auf der Platte, ist immer noch zu. Stein ist auf der Platte, ist immer noch zu. Okay, vielleicht müssen beide Platten gleichzeitig gedrückt werden. Das heißt, wir laufen jetzt gleich dahin und hoffen das Beste, dass wir... Oh, WTF, stopp. Sollten vorher abspeichern, das habe ich lange nicht mehr gemacht. So. Und jetzt können wir uns mal wieder vor den Stein werfen. Also, du lauf zurück. So, wir sind auf der Platte und er ist jetzt auf der anderen und es hat Klack gemacht. Also nicht so ein Rusch von einer eingedrückten Platte, sondern richtig Klack. Und die Tür ist immer noch zu. Sonst ist doch nirgendwo, die Tür ist auch noch zu. Das wird's nicht gewesen sein. Okay, weg hier. Mal wieder Klack gemacht. Oh, die Tür ist zu. War die eben offen? Gucken wir auf der Minimap oder bleiben einfach vorstehen. Ah, okay. Aber hier drin ist nur eine Truhe. Wie kriegen wir die Tür auf? Also wir könnten da einen Block hinsetzen und hätte den gleichen Effekt. Wir hätten beide Druckplatten gedrückt und das hatten wir eben gerade schon getestet. Dadurch geht die Tür nicht auf. Die Druckplatte haben wir durch unseren Sack ausgelöst und dadurch ist die Tür aufgegangen. Die beiden Druckplatten werden nur dafür da sein, die Tür hier aufzumachen. Fällt mir jetzt echt nichts ein. Die beiden sind für die Tür. Hier ist eine Druckplatte komischerweise nicht direkt vor der Tür. Na gut, so kommen wir anscheinend erstmal nicht weiter. Ich laufe jetzt einfach mal kurz raus und gucke auf die Karte. Also auf die Weltkarte, um zu schauen, was für Optionen wir noch so haben. Denn das Einzige, was mir jetzt noch so ad hoc einfällt, wäre die dunkle Laterne. Da ist ja immer noch der Gargoyle unten drin. Und die Tröte haben wir inzwischen. So, also hier unten war nichts. Da war die dunkle Laterne. Hier ist die Burg, wo wir gerade drin sind. Da ist die Barriere, da waren wir auch gerade drin mit diesen Affen und den Highlandern. Die unterirdische Stadt haben wir auch schon ausgiebig erkundet. Das ist hier hinten das Schiff. Unterwegs ist das Labyrinth. Da ist der alte Baum. Da kamen wir aber nicht hin, weil hier das Wasserrad nicht benutzt werden konnte.